Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Orwemutz 8. So, wir befinden uns hier an dem Reaktor in der Mining Dimension. Ich glaube, ich habe noch die falsche Kappe auf hier. Wie sich das gehört, das passt ja gar nicht. Steht mir auch nicht so gut, finde ich. So, also, ich habe, das werde ich gleich zeigen an Ort und Stelle. Ich meine, ich kann es auch hier machen, aber geht eigentlich genauso gut. Wir brauchen, um dieses Teil hier, den Probability Device, wieder mal so ein Zungenbrecher, zu erstellen, brauchen wir dieses Teil. Ja, und ich habe mal nachgeguckt. Ja, das mache ich dann doch vor Ort. Wir gucken erstmal hier durch und zeig mal die Unterschiede. Es gibt ja mehrere Wege, die man da gehen kann, mit Refined Storage oder Applied Energistics, bleibt einem überlassen. Ja, in jedem Fall braucht man viel Material und ich sagte ja immer schon, ich bin eigentlich kein Mensch, der so immer so Massen produziert, aber hier komme ich nicht drum rum, um es ein bisschen annähernd so zu machen, dass ich den ATM-Star auch craften könnte. Möchte ich das dann doch schaffen. Allerdings fehlen mir hier doch einige von diesen Lilypads. Ja, ich meine, die Fläche ist groß genug, kann auch einiges angebaut werden, aber wir müssen da mal ein bisschen forcieren, das Ganze, das reicht nicht aus. So, da gehen wir mal erst ran. Ich habe hier das erstmal abgeschaltet, einen Reaktor abgeschaltet, damit er erstmal ein bisschen, oh, der ist schon wieder voll, na gut, dann kann er weitermachen. Dann kann ja auch gleich wieder produziert werden, also hier sind immerhin zwei Stück drin. Ich bin schon ganz begeistert. Dann sieht man hier Slime Pearl, das ist eine Sache, die wir gleich mal durchgehen. Ach so, es geht jetzt nicht weiter, weil es dunkel ist. Na gut, also müssen wir warten, bis es dann wieder, bis die Sonne wieder den das Gerät antreibt. Ja, ich habe Slime Pearl gefunden. Ne, nicht gefunden. Ich habe Slime Pearls bekommen. Und zwar hatte ich ja, wer sich erinnert, diesen Spawner irgendwann mal umgemodelt mit einem Spawn Egg, was ich im Deep Dark gefunden hatte. Und das habe ich hier draußen irgendwo hingestellt, aber es klappte nicht. Ja, es war mein Fehler. Die Sache ist ganz einfach. Ich habe es im falschen Biom aufgestellt. Das geht nicht hier. Und es muss natürlich auch dunkel sein, das ist klar. Und ein Biom ist sowas wie, also irgendwas Feuchtes, River oder was auch immer. Dann funktioniert das auch. Ich bin drauf gekommen, weil ich an einer Stelle einen Slime-Mob gesehen hatte und dachte, nanu, wieso spawnt der hier? Ja, das war der Grund. So, okay, wir gehen mal weiter jetzt erst zu diesen Teilen. Also ich zeig das mal. Gehen wir mal hier durch. Was ist zu craften? Entweder muss man, das ist eine Zwischenstufe. Das ist auch eine Zwischenstufe. Das ist der, den man machen muss. So, da kommt die Berechnung. Also viel Surface Quartz, sehr viel. Das ist machbar, geht. Das geht auch. Und viel Redstone. Dann, das geht. Das ist kein Problem. Also diese kleinen Sachen sind hier nicht weiter tragisch, aber Surface Quartz ist viel und Redstone ist viel. Das ist hauptsächlich sind die beiden Dinge. Die werde ich jetzt auch mal rüber schaffen. Ja, und die andere Seite wäre, Moment, ich muss ja jetzt auch noch zeigen, wie es mit Refined Storage geht. Das ist, glaube ich, nicht die richtige, oder? Moment. Das ist er. M, ja, das ist ja nur K. Das war nur K. Das ist M. So, wenn wir den machen wollten, dann hätte man 78K, das ist sehr viel Iron. Das sieht man schon, wenn man hier, also das hätte ich. Die habe ich mittlerweile 100, ich glaube 200K oder so habe ich.
Eine ganze Menge braucht man auch an Gold. Also 88 Karten, schon wieder Iron. Eben auch Redstone. Also ich finde das ehrlich gesagt aufwendiger als das andere. Es gibt auch noch die Fluid-Variante, aber die finde ich jetzt gar nicht unbedingt. Ja, das hatte ich vorbereitet, das kann man mal eben machen. So, zwei Stück. Die kommen dann oben rein und dann sind wir da nämlich auch schon wieder ein Stück weiter. Also ich habe mich für das entschieden und das werde ich dann irgendwann auch durchziehen. Nur dafür muss ich natürlich ein bisschen mehr an Certus Quartz haben. So, ich glaube, hier sind wir auch bald fertig. Da fehlen eigentlich nur noch die beiden. Und dann, ja, ich habe so ein bisschen vorbereitet, aber gar nicht so viel. Also es ist nicht so immens viel, was ich gemacht habe. Ich habe nur so ein paar Grundlagen. Die habe ich schon hier. Warum ist jetzt. Ach, muss die aufgeladen sein? Ach, die muss aufgeladen sein. Jo, naja, gut. Nitro, Notro, Nitro. Wo sind sie denn? Das sind die Craftbar, ne? Ja, Stored. So, dann werden wir die mal hier drin lassen. Und dann müssen die aufgeladen werden. Ja, das dauert natürlich ein bisschen. Geht das auch hier? Ja, furchtbar immer. Wenn es so flackert. Nee, geht nicht. Also dann müssen wir es vielleicht doch anders machen. Ich werde die hier mal in einen. Moment, wo haben wir das Teil? Ich glaube, das ist oben. Moment, hier. Ja, da tun wir es rein. Ne? So. Müsste doch möglich sein. So, jetzt hau rein. Warum ist das jetzt nur einer? Habe ich nur einen rausgeholt? Ich habe nur einen rausgeholt. Na gut. Ja, okay. Aber ich denke, das wird eine Weile dauern, aber das geht dann schon seinen Gang. Gut, okay. Dann hätten wir noch zu machen einen von diesen. Das geht nur mit. Oh nee, das geht so. Ja, dann, wenn das so einfach ist, machen wir das mal eben. Ich weiß gar nicht, ob ich da ein Rezept habe. Solar, mal gucken. Naja, da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Also müssen wir das nochmal machen. Aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Da brauchen wir diese 12 Panel und viermal von denen. Eins, zwei, drei, vier. Und von den Panel, da brauchen wir 12 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, okay. Sollte klappen. Zwei, drei, ach, die stecken wieder nicht. So, und 4. So, 4, jawohl. Und dann ist das Moment, Zwischenstufe. Das muss ja erst fertig werden. Dann ist das nämlich auch fertig. Und dann haben wir ein zweites davon. Ich glaube, man braucht sogar ein drittes. Ja, dann sind es die beiden. Und dieses Teil, dann sind wir da mit fertig. Hier ist natürlich dieses. Ja, klar. Gucken, ob wir das hinkriegen. Moment. Ich glaube, das ist nur eins gewesen. Hätte ich gleich zwei machen sollen. Eins, zwei. Und dann sind wir damit auch fertig. So, okay. Das ist fertig. Dann den haben wir. Dieses Teil haben wir auch. Wir brauchen nur Antimatter. Da müssen wir nur drauf warten. Und das ist natürlich nicht unwichtig. Jetzt muss ich mal überlegen. Nee, bleiben wir ruhig mal da. Muss ich mal überlegen. Ich habe irgendwo schon angefangen. Wir brauchen eigentlich nur drei Stück. Also insgesamt sind es, glaube ich, sieben. Es sind aber nur im Dreierpack herstellbar. Also wir müssen dann. Ja, Moment. Sechs. Sechs. Ich muss ja. Sechs, das habe ich, da habe ich zwei. Ja, doch, stimmt. Ja, klar. Ich habe hier sechs und einen. Also müssen wir dann, es entstehen immer drei. Ja, dann müssen wir also drei von den Teilen machen und dann müsste es stimmen. So, dann gehen wir mal hier ran.
Oh, da fehlt schon wieder was. Ich guck mal gerade, habe ich da nicht irgendwas vorbereitet gehabt? Nee, da ist gar nichts. Also, die müssen wir machen. Copper Coil. 1, 2, 3, 4. Ich lasse mal ein bisschen offen noch. Das kann man ja dann gleich machen. Copper Coil. So, dann müssen wir die machen. Und einmal, zweimal. Und dann muss ich mal überlegen, wo habe ich diese. Ich habe doch jetzt schon Plates gehabt. Plates, die sind hier drin. So, sollte ich mal wieder was nachlegen? Ich glaube, ich werde mal einmal Copper nachlegen. Nein, da gehst du rein. So, und dann ist das okay. Ja, ja das haben wir auch. Wollen wir gerade überlegen, wo ich da hängen geblieben bin, wenn man das nicht in einem durchmacht. Ach, das war's. Nein, 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 ich darf die gar nicht reintun, die Plates. Da, 128. Ich nehme mal ein bisschen mehr raus, ein Stack, so. Okay. War doch der Kompressor, ne? Das sind immer 8. Also ist die Frage, ob das reicht. Ich habe jetzt nicht abgezählt, aber. Ja, okay. Können wir vielleicht einen schon machen? So, da sind das schon 3. Und diesen Schaltkreis, den können wir vielleicht auch schon uns vornehmen. Das ist 2. Oder waren das noch mehr? Ich weiß es nicht mehr. So, das ist auf jeden Fall mehr. Sehe ich schon. Ist auch egal, wir machen das erstmal so. Der braucht hier auf jeden Fall 2 hier, ne? Dann brauchen wir hier von dem Compressed Coal Ball. Compressed Coal Ball. Coal Ball braucht diese Angelegenheit hier. Moment. Compressed Coal Ball ist natürlich jetzt blöd, dass es das alles im Kompressor ist. Das Ganze. So. Und noch ein bisschen umschichtig machen. Compressed Coal Ball. Und was wird dann daraus gemacht? Ja, lassen wir es erstmal durchlaufen. Gehen wir erstmal hier ran. Iron Furnace. Oh, da gibt's, habe ich nicht mal den. Den Furnace. Da müssen wir erstmal so einen machen. Das ist aber jetzt kein Problem. Und dann können wir diesen machen. So, das ist fertig. Und dann brauchen wir diesen. Haben wir auch. Und damit ist auch der Furnace oder der Generator fertig. Jawohl. Okay, einer ist nur gefordert. Da müssen wir weitermachen. Sonst ist alles da. Ha, ist alles da. Da fehlt jetzt auch nur einmal dieses, was ich eben auch ausgelassen habe. Es fehlt nur ein Nuklear-Chamber. Kann man leider nicht alleine machen. Jetzt müssen wir da doch nochmal nachlegen. Also nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Wow, jetzt geht's aber ans Eingemachte. Jetzt ist nichts mehr da. Ich muss nochmal diese Copper. Dann nehmen wir nochmal 60. Und dann diese. Ja, so. Diese müssen wir nochmal machen. Einmal nur. Warum geht das gar nicht mehr? Komisch eigentlich. Ja. Ach, die, ja, okay. Da habe ich aber auch schon welche gemacht. Ein bisschen mehr gemacht. So, machen wir mal 16 Stück. So, und dann kommen die. So, 4, jawohl. Wie sieht es hier aus? Gar nicht schlecht. Gucken, ob wir noch woanders Hand anlegen können. So, das ist Elemental Craft, können wir auch nachher machen, ist nicht so schwer. Also das sind so Teile, die man eigentlich fast vorrätig hat, sag ich mal. Ich vielleicht nicht, aber ja, das macht mir so ein bisschen Sorge. Ich habe nämlich schon mal rumgeguckt, ob ich so einen Werewolf finde, aber so einfach ist das nicht. Also das ist kein Problem, das weiß ich nicht. Muss ich erst gucken, habe ich mich noch nicht mit befasst. Und das ist eigentlich auch keine große Sache. Die Snow Queen, die werde ich schon
schon irgendwie schaffen. Das ist, habe ich ja x-mal gemacht, also das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, komm, wir machen das mal so rum, dann kann das andere wieder rein, damit wir da weiterkommen. Jetzt komm mal weg. Wahrscheinlich wird es mir irgendwann fehlen. Wir brauchen, glaube ich, nur zwei Plates. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es nur zwei Plates. Und dann sollte es schon klappen. So, hier waren wir. Da waren wir gerade dabei. Und eins. Oh, ja. Das ist, glaube ich, jetzt habe ich es falsch gemacht. Jetzt, ja, aber es geht auch so. Und jetzt sind wir, glaube ich, fast da. Iridium. Oh, Iridium. Ich habe irgendwo Iridium. Moment. Das habe ich aber ganz sicher. Iridium hatte ich. Ach, wo ist denn das? Das ist, glaube ich, ein Material, was neu ist. Je nachdem, welche Version man hier hat. Iridium. Nee, Iridium. 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 Wo habe ich das denn gehabt? Ich bin sicher. Iridium. Wir gucken mal, ob das hier vielleicht schnell zu kriegen ist. Vielleicht habe ich es auch oben. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Das brauchen wir so. Okay. Das ist durch. Dann nehmen wir die letzten und das kommt rein. Und dann ist, glaube ich, auch alles Sonstige fertig. Also die sind dann wahrscheinlich. Moment. Einmal. Und dann brauchen wir noch diese Copper Plates. Da müssen wir doch nochmal nach oben gehen gleich. Wir gucken mal, was ist hier. Ja gut, also ich gucke erstmal hier. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Die lassen wir mal drin. Ich habe ja eine extra Ecke gebaut, wo das unterkommt. So, das kann eigentlich auch raus. Und das packen wir gleich dahin, wo Evilcraft stattfindet. So, jetzt müssen wir leider nochmal hoch. Und das, was schon durch ist. Oh, alles durch. Aber ich glaube, da werde ich nochmal einen opfern. Ein Stack. So, und das auch nochmal durchmachen. Okay, so, dann sind wir wahrscheinlich damit schon durch. Aber ich glaube, ja. Ach so, ja, klar. Die muss ja erst. Jetzt habe ich die wieder reingepackt. Plate, immer wieder. Die hätte ich schon gehabt. Hätte gar nicht nach oben laufen müssen. So. Aber jetzt gucken wir mal. Stop, Reset, Config. So, das ist alles raus. Mal gucken, ob das so angegeben wird. Aus. Und dann Iridium. Kann sein, dass es hier gar nicht zu finden ist. Mal sehen. Denn, nein, das ist hier gar nicht zu finden, weil ich ja schon länger hier auf dieser Ebene, in dieser Ebene bin. Kann aber auch sein, dass es woanders zu finden ist. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch in der Mining Dimension. Möglicherweise. Aber es kann auch daran liegen, dass alles, was neu ist, auch mit neuen Materialien bestückt wird und nicht das alte. Also es kann sein, dass es woanders tatsächlich Iridium gibt. Ich meine, ich hätte schon Iridium abgebaut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber na gut, gucken wir mal. Wo können wir jetzt noch weitermachen? Das war das mit dem Iridium. Okay, aber wir können ja mindestens diese drei Dinger, die können wir ja fertig machen. Da müssen wir die erst rausholen, dann geht's auch. So. Moment. Den holen wir auch noch und dann sind wir aber endlich damit. Fertig. Mit dem. Mindestens mit dem. So, und jetzt wäre da nur noch der eine Schaltkreis und der scheitert an Iridium Alloy. Okay, dann müssen wir da erstmal abbrechen. Also da sind wir recht weit.
Hier sind wir recht weit. Das ist die Fleißaufgabe, eigentlich kein Problem. Da sind wir auch schon ganz schön weit. Ich denke mal, das ist das Problem hier. Das habe ich mittlerweile erstellt. Ich hatte so viel Material. Das oben wird kein Thema sein. Das ist also alles nicht so tragisch. Und das ist, weiß ich nicht, da muss man hier arbeiten, sich durcharbeiten. Antimatter, das ist noch eine Aufgabe, ja. Okay. Das ist natürlich hier diese ganze Geschichte mit Problematic Craft. Und da kommt nochmal Antimatter. Ansonsten abhängig von Antimatter Pellet. Und der Rest ist eigentlich nicht so tragisch. Okay, gut. Also, es sind so ein paar Teile, die werden uns noch Probleme machen. Aber ich glaube, vieles ist auch schon geschehen. Ich glaube, ich habe hier noch was drin, was ich gar nicht brauche. So, weiter geht's. Ja, dem aufmerksamen Zuschauer erstmal hier dieses Vieh hier wieder mal beseitigen. Wird nicht entgangen sein, dass das hier links oben weniger geworden ist. Liegt daran, dass ich in der Zwischenzeit jetzt auf eine neue Version gegangen bin, die 1.09, und das in einem neuen Profil, sodass also vieles auch nicht da war am Anfang, und ich musste ein bisschen auch was vorbereiten, damit das einigermaßen passt. So, wir waren stehen geblieben an, nein, da nicht, an diesem Teil, genau. FireRite Ingot, das FireRite Ingot ist nicht schwer zu machen. Man braucht ja eigentlich nur so bestimmte Sachen, die man auch schon vorher bekommen hat irgendwo. Mir fehlt allerdings jetzt doch noch einiges, und zwar brauche ich den Pure Crystal. Der geht eigentlich auch ganz einfach. Da braucht man von jedem einen. Von jedem Element ein Kristall, und müssen wir natürlich hier noch ein paar machen. Bedeutet, es fehlt jetzt Erde, Wasser, Luft, fehlt also eher gut. Da setzen wir das Ding mal hier drauf, und dann ja, müsste es eigentlich gehen. Die Kristalle rein und dann auf geht's. So. Ist ganz einfach, immer nur vier Stück, und dann hat sich das. So, dann den Pure Crystal, das wird mir jetzt auch nicht schwer fallen. Na, den wollen wir auch noch machen. So, einen setzen wir gleich hier drauf. Schon wieder, ist es denn wahr? Leute, hört doch mal auf, hier mich zu traktieren. So, die anderen. Das brauchen wir nicht. Wasser ist hier. Dann kommt hier. Er haben wir. Feuer und Erde. Erde und Feuer. In die Mitte kommt ein. Muss ich mal gucken, ob ich hier noch genug drin habe. Ja, das müsste eigentlich reichen. Kommt ein Diamant, und dann geht das Ganze los. Dann sollte der Pure Crystal rauskommen. Dann brauchen wir noch einmal einen Moment. Wo war's? Hier. Einmal diesen Swift Alloy Ingot mit dem Element Binder. Braucht man Gold. Drenched. Oh nein, es ist ja wirklich Wahnsinn, was hier los ist. Also Gold, diesen. Drenched Iron Ingot in dieser Abfolge, das sollte man immer bedenken, dass das eine bestimmte Abfolge sein muss. Das ist hier wichtig, ist ja auch so angegeben. So, der Pure Crystal ist mittlerweile fertig. Der kommt, glaube ich, als letztes dran, oder nee, der kommt hier gar nicht, der kommt erst später, oder? Wie war das? Moment, ich muss mal gerade gucken. Also, doch, Pure Crystal als letztes, natürlich. Und zwar auf dem Fire Element. Also, aber wir müssen erst den machen. Wir sind noch gar nicht so weit. Da waren wir gerade stehen geblieben. Also Copper, Redstone und Air Crystal. Dann mal gucken, ob das hier was wird. Also, in dieser Abfolge
Ja, das klappt. Da haben wir ihn. So, jetzt haben wir alles zusammen. Oh, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. So, und jetzt kommt der Element Binder auf den Fire Container. Und dann kommt noch einmal Netherite, Swift Alloy, Spring Align haben wir hier. Swift Alloy haben wir schon hier. Spring Align und der Pure Crystal. Brauchen wir nur noch einmal Netherite. Das ist schon wieder so ein Ungetüm, so ein Unhold. Einmal Netherite. Gucken wir mal. Okay, die waren wir nicht alle. Und dann sind wir eigentlich auch durch. Das brauchen wir ja gar nicht hier, ne? Das ist ja jetzt Quatsch. Den können wir wegpacken. Die brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen nur diese Abfolge. So. Jetzt muss man doch abwarten ein bisschen, bis das alles wieder so weit intakt ist oder so viel Kapazität hat, dass man das wagen kann. Das heißt, nee, muss ich nicht. Das war ja nur beim Pure Crystal der Fall. Ich muss das ja eigentlich nur hier machen. Der müsste allerdings genug haben, hat er auch nicht. Na gut, dann sind wir jetzt leider erstmal ausgebremst. Das heißt, wir können mal zu unserem Elemental, nein, jetzt sind wir wieder bei Evilcraft, Elemental Evilcraft, also ähnlich, gehen. Da habe ich so ein Häuschen gebaut. Ja, jetzt nichts Besonderes. Ich habe mir schon Mühe gegeben, wie man sieht. Hier in der Mitte so ein bisschen was Besonderes sollte es sein. Und damit man das so als extra Raum wahrnimmt und auch hier alles gestalten kann in schöner Atmosphäre. So, hier habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe schon diese Promises gemacht und die braucht man auch. Eins von diesen Promise of Tennis City habe ich schon hier, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, habe ich schon hier reingesetzt. Das gibt mehr Kapazität und das kann man auch steigern und muss man auch steigern. Ich glaube, ich werde mal hier die Sachen wegpacken, damit das ein bisschen leerer wird. So, das kann man steigern, indem man ein Upgrade reinpackt, aber dazu braucht man natürlich, wir gucken mal gerade Evilcraft. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber auf jeden Fall, das ist schon die zweite Stufe. Dazu braucht man dann einmal Tier 1, 2 oder 3. Ich gucke mal gerade, was habe ich jetzt? Ja, habe ich schon. Wunderbar. Da kommen wir da schon ein bisschen weiter. Und dazu braucht man dieses und einen Block von mit Gold. Ein Goldblock. Das ist ja keine große Sache. Gold. Nicht Glott, sondern Gold. Jawohl, haben wir. Dann packen wir den hier rein und dann sollte das eigentlich auch klappen, oder? Zu wenig? Zu wenig Blut? Mal gucken. Also, das Evilcraft. Ich glaube, das hat sich wieder verstellt, wenn ich das richtig sehe, nach diesem Upgrade. 40, ja, das ist zu wenig, eindeutig. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Blut, dann machen wir das da rein und. Oh. Das reicht immer noch nicht. Da müssen wir noch mal was holen. Ja, nach dem Upgrade hat sich auch wieder hier das verstellt. Das muss ich umstellen. Das war auf, Moment, Use. Energistics, remember, Zink. Nein, das wollte ich nicht zinken. So, das ist nämlich blöd, wenn man immer da was aufruft und hier was aufruft. So, ja, oh, das ist noch gar nicht voll. Ja, danke. So, und jetzt. Das Schöne ist, es geht auch, man bekommt auch Blut bei den Mobs. Das ist natürlich sehr komfortabel. So, jetzt sollte es aber beginnen. Ja, das tut's auch. Geht nur etwas langsam. Dann nehmen wir mal schon die richtige Bowl raus. Das kann hier eigentlich auch rein. Gut, okay.
Ja, dauert ein bisschen, kann man schon vielleicht weitermachen. Ich brauche ja für eine Sache, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, diesen Weather Container. Weather, wo war es denn? Hier. Hier war es. Lightning Bomb. Die bekommt man mit TNT, haben wir, aber mit Lightning Grenade. Und das haben wir nicht. Das geht mit dem Weather Container Thunderstruck. Thunderstruck. Und dieses bekommt man natürlich ja, an diesem Punkt, diesen Environmental Accumulator oder wie er heißt. Gehen wir erstmal an unseren Crafting Table. An unser AE-System. Und dann müsste es ja eigentlich möglich sein, das zu craften. Das geht auch, jawohl. Und dann kann man das reinpacken. So, jetzt ist natürlich hier viel, viel, viel mehr Blut nötig. Ich glaube, ich muss auch noch mehr Kapazität in dem Blood Extractor haben. Na, gucken wir mal, ob wir das noch erweitern können. Ich glaube, es geht. Also, machen wir noch mal einen. Vielleicht auch zwei. Ja, geht. Und vielleicht noch einen. So, jetzt sind wir bei 20.000 Millibucket, bei 20 Buckets. Und ich brauche hier 160.000. Oh, das ist aber viel. Da müssen wir das nach und nach füllen und dann werden wir schon sehen. Dann klappt das irgendwie so mit und mit. Ich muss mal gerade gucken, ob das hier voll ist. Jawohl, das ist voll. Jawohl, ist voll. Dann kann man wenigstens das schon mal erledigen. Nein, 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 nein. Das ist die falsche Abfolge. So muss es sein. So und so. So, und dann sollte es klappen. Ja. Auf geht's. Ich weiß nicht, wie viel man da braucht, aber ich glaube eine ganze Menge. So, währenddessen werde ich schon mal diesen. Was habe ich hier gelesen in dem Buch? Moment, wo war's? Da gibt es ein Rezept für die. Ah ja, hier für die Flaschen. So, wir brauchen den Thunder Stack. Man kann das bekommen, indem man das erweitert. Man kann also hier verschiedene Container ummodeln praktisch. Diesen Weather Container in den Thunder Stack mit zweimal Glowstone, das ist einfach Crafting Table. Und den kann man hier machen zu einem. Weather, wie heißt es? Begins to rain, begins. Oh, ich sehe. When the rain begins to fall. Ja, genau so ist es. Ich konnte es gar nicht lesen. Ah, der ist schon fertig. Prima. So, dann haben wir das auch. Kann man direkt reinpacken. Dann ist der fertig. So, dann machen wir das gleich fertig mit diesem Weather Container. Mal gucken. Also, ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich muss jetzt mal diese Rohform herstellen. Vielleicht nehmen wir auch gleich zwei Stück. Und dann gucken wir mal. Hier ist ja unser Punkt, wo wir das machen können. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Jetzt wird natürlich wahrscheinlich doch Sunshine draus entstehen. Ja, das ist ja klar, denn wir haben ja noch Sunshine. So, jetzt schmeißen wir den dahin. Aha, so geht das. Einfach. Gut zielen und dann ist der, muss er erstmal wieder aufladen. Okay. Ja, und dann haben wir direkt Regen. Also wenn der aufgeladen ist, würde ich den anderen reinschmeißen. Und dann wäre das auch in Ordnung. Was ist das? Dann hätten wir nämlich schon die zweite Stufe. Kein Problem. Wir haben wahrscheinlich jetzt den Sonnenschein weggenommen. Und möglicherweise brauche ich dann nur drei von diesen Flaschen. Ja, ist es denn wahr? Was ist das? Wieder irgend so ein Viech, so eine Libelle. Mal in die Luft hauen hier. So. Nützt nichts. So, wir gucken mal. Möglicherweise ist es so, dass danach Donner kommt. Ja, ich mache noch einen. Das will ich wissen. Denn wenn ich jetzt den Regen auch wegnehme. Kriegen wir vielleicht noch den Donner-Container?
So, jetzt sollte es eigentlich wieder klappen. Es ist aufgeladen, also machen wir es einfach rein. Ja. Dann kriegen wir den Regencontainer, jawohl. Wo ist er? Da haben wir die beiden. Da. Nee, also das geht nicht. Oder? Das scheint nicht zu funktionieren. Jetzt habe ich den Regen wieder beseitigt. Aber der letzte funktioniert nicht. Aber ist ja kein Problem. Da machen wir es einfach hier am Crafting Terminal. Und das war zweimal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zweimal Glowstone. Und dann sollte es schon klappen. Also diesen Container mit zweimal Glowstone. So, da haben wir den Thunderstack. Jawohl. Und den nehmen wir dann gleich. Und ja, den kann man ja dann gleich zu diesem... Moment, brauchen wir einfach nur Enderperlen drumherum. Und dann sollte das schon... Ja. Klappen. Okay, haben wir das auch fertig? Okay. So, also hier müssen wir noch eine Weile arbeiten, bis das voll ist. Werde ich noch ein paar Villager zerschlagen müssen, kloppen müssen. So, und den tue ich jetzt einfach hier rein. Die auch, das auch und dann... Ja, dann sind wir eigentlich da schon ganz schön weit. Gut, dann würde ich sagen, ja, die Sache mit den Perlen, die werde ich dann das nächste Mal angehen. Vielleicht mache ich auch zwischendurch noch was mit diesen mit der Lilypad of Fertility. Das ist vielleicht ganz gut, wenn ich das schon vorbereite, damit diese Seeds auch ordentlich wachsen und man weiterkommt. Ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.